Ihr Lieben, ich habe gerade noch eine ganz wichtige, wie ich finde, Info und die möchte ich gerne mit dir teilen. Ich werde immer wieder gefragt und auch in den Channelings werden wir immer wieder gefragt, was ist denn die göttliche Norm? Ich bin nicht in der göttlichen Norm, wie komme ich dahin? Und das ist dunkel und das ist nicht göttlich und so und... Es ist alles in der göttlichen Norm. Alles. Heute, jetzt in diesem Moment bist du in der göttlichen Norm. Du bist göttlich. Du bist Schöpferin. Du bist Schöpfer. Du bist vollkommen, jetzt in diesem Moment schon. Jede Dunkelheit ist göttlich. Alles, was uns gespiegelt ist, ist göttlich. Weil wir göttlich sind. Wir sind Licht. Du bist Liebe. Es geht gar nicht anders. Und alles, was da sich dunkel anfühlt oder schwer oder sich anfühlt wie eine Blockade, auch in anderen Menschen, die mit uns sind, das ist schlicht, ich sag mal, etwas, was ebenso göttlich ist und uns ja unsere eigene Göttlichkeit deutlicher zeigen darf in diesem Spiel des Lebens. Und wenn wir das erkennen, dann passiert was. Das ist, zumindest ist es meine Erfahrung. Dann bist du so frei, weil du weißt, alles, was ich wahrnehme, das hat wirklich mit mir zu tun. Das ist wunderbar, weil es ist nur für mich da, dafür, dass ich weitergehen kann oder stehen bleiben kann. Denn alles in diesem Leben ist deine Entscheidung. Du bist Schöpferin. Du bist vollkommen. Du bist Gott. Du bist Göttin. Also wisse, alles ist göttlich zu jedem Zeitpunkt. Und die Geschichte hinter der Geschichte, das ist das, was dich vielleicht tiefer in deine Entfaltung bringt, was dich weiterentwickeln lässt. Doch die dunkelste Dunkelheit ist göttlich, weil sie dir dient, um dein Licht groß zu machen. Und wenn du ganz raus aus den Werten gehst, dann kannst du da so viele Geschenke sehen, an jedem Tag 1 Milliarde und mehr. Es ist, dass dieses Universum ist grenzenlos in uns beschenken und das ist so groß, das ist so wunderbar und das ist so eine tiefe Gnade. Ebenso eine Gnade, wie dass du heute hier bist, in diesem Spiel des Lebens. Tauch ein in deine Ganzheit, in deine Vollständigkeit und leb dein Leben. Es ist so wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Jetzt in diesem Moment schon. Ganz viel Liebe zu dir. Lass es dir gut gehen.